Guten Abend. Heute ist Dr. Volker Müller mein Gast auf dem H1-Sofa. Er ist seit 22 Jahren der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen und die sind sozusagen der Seismograf, der Sprachrohr, insgesamt halt die Interessenvertretung für rund 150.000 Betriebe mit rund 3 Millionen Beschäftigten in Niedersachsen. Wohl kaum ein Mensch in Niedersachsen kennt die Wirtschaft so gut wie mein heutiger Gast. Wie kommen wir aus der Krise raus? Wird alles noch viel schlimmer? Darüber möchte ich heute mit Herrn Dr. Müller reden. Hallo, Herr Dr. Müller, schön, dass Sie da sind. Es sind ja sehr unruhige Zeiten jetzt. Corona, Krieg, Inflation, rasant steigende Energiepreise. Die Wirtschaft blickt auf Sie. Können Sie noch ruhig schlafen? Naja, ruhig schlafen ist erstmal ganz wichtig, dass man überhaupt fit ist. Und fit müssen wir jetzt wirklich alle sein, liebe Frau Berger. Denn was da auf uns zukommt, das hat schon ein hohes Druckpotenzial. Aber eins muss man erstmal feststellen, Stand heute ist die Wirtschaft immer noch so stark, jetzt aktuell, dass wir so viele Erwerbstätige haben wie nie zuvor. Naja, muss ich mal einhaken, in Deutschland wird ja ein Wirtschaftswachstum von 1-2% nur noch erwartet. Ist das in Niedersachsen ähnlich oder haben Sie mehr Optimismus für Niedersachsen? Das ist in Niedersachsen ähnlich. Was uns im Moment beschäftigt, ist die Frage, rutschen wir in eine Rezession? Aber wir sind noch nicht in einer Rezession. Und wir haben immer noch Wachstum und wir haben immer noch Aufträge in den Unternehmen. Es geht zurück im Moment. Der Bausektor hat die ersten Probleme gemeldet, dass weniger Eingang ist. Aber wir sind immer noch auf einem hohen Level und wir haben eine Eigenkapitalausstattung in den Unternehmen. Wenn Sie mal die letzten Krisen, 2007, die Finanzkrise oder die Corona-Krise bis zurück zur Dotcom-Blase 2000 verfolgen, ist die Wirtschaft mit einer derart starken Eigenkapitalausstattung bisher noch nie gewesen. Das ist erstmal ein relativ positives Bild. Aber die Krise, die ist sichtbar, die da möglicherweise auf uns zurollt. Ja, Sie haben ja in Ihren 22 Jahren, sind in Wirklichkeit noch mehr, denn Sie waren ja vorher schon stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Ja, viele Krisen erwähnt, die drei wichtigsten haben Sie gerade gesagt. Aber wenn Sie daran zurückdenken, ist diese Krise jetzt noch viel schlimmer und vielleicht auch ein bisschen aussichtsloser als die genannten Krisen? Ich sage das mit einem Schmunzeln, obwohl es nicht so gemeint ist. Jede der letzten drei Krisen war jeweils die schlimmste Krise, die wir je erlebt hatten. Ja. Mhm. Und dennoch sind wir bisher zumindest halbwegs gut durchgekommen. Und wenn man das in Relation zu anderen Ländern sieht, erst recht. Wichtig ist, und das zeigt sich im Moment auch gerade wieder, dass wir in der Krise wirklich zusammenhalten. Mhm. Dass die Sozialpartner zusammen agieren. Dass wir mit der Politik zusammen agieren, so wie wir das, ich sag mal, in der Finanzkrise das erste Mal gemacht haben. Da war plötzlich das Thema Kurzarbeit inklusive der Sozialversicherungsbeiträge ein Schlüssel zum Erfolg, dass wir so schnell aus der Krise wieder rauskamen. Wenn Sie mal vergleichen mit den Holländern, unseren Nachbarn, die haben 4, fast 5 Jahre länger gebraucht, mhm, bis sie aus der Krise damals rauskamen. Das heißt, wenn wir in der Krise zusammenhalten, dann sind wir als Bundesrepublik Deutschland, als Niedersachsen, relativ stark. Ja, nun hat der Kanzler ja schon Ansätze gemacht, hat alle Beteiligten an einen runden Tisch geholt, sage ich mal. Welche Hoffnungen und Erwartungen setzen Sie denn auf eine sogenannte konzertierte Aktion? Eine ganze Menge Erwartungen. Das klingt immer so, haben wir schon oft gehabt. Aber die Wahrheit ist, dass im Moment jede Frage, die in den letzten Jahren kaum gestellt werden konnte, plötzlich stellbar ist. Wenn selbst, ich sag mal, der Grünen-Politiker Anton Hofreiter, mhm, den Bundeskanzler vorwirft, dass er viel zu langsam schwere Waffen liefert, dann hat man so ein bisschen ein Gefühl, was da gerade passiert. Und wenn es uns gelingt, und davon gehe ich fast aus, dass wir die Ideologien alle beiseite lassen, übrigens
von allen Seiten, nicht nur die Grünen sind im Moment dabei, auch wir müssen viele Dinge in Frage stellen. Aber wenn das gelingt, und das sieht im Moment danach aus, dann haben wir alle Chancen. Na, lass uns noch mal kurz auf die Tarifpartner gucken. Die kräftig steigenden Preise lassen ja die Realeinkünfte der Bürger immer weiter schrumpfen. Welche Rolle kommt jetzt speziell auf die Tarifpartner zu? Also da kommt eine sehr verantwortungsvolle Rolle natürlich zu. Was Verantwortung ist, sehen die beiden Partner sicherlich eher unterschiedlich, weil die Arbeitnehmer sagen, wir haben das meiste erarbeitet und wir wollen Inflation ausgeglichen haben. Wir sagen, man muss die Produktivität sich sehr genau anschauen, was dann auch wirklich zu verteilen ist. Aber man hat es ja an den ersten Tarifverhandlungen gesehen. Die Chemie hat sich erstmal auf einen Einmalbetrag festgelegt, hat also die Frage, um wie viel Prozent will man nach oben gehen, mal geschoben in den Herbst. Jetzt schaut alles natürlich auf die Metallbranche, klar. Das ist nun mal die größte. Ist die BCE da ein Beispiel dafür? Für die Metallbranche oder sind naja, Sie man nicht wird, so optimistisch? Es, wird es nicht ganz mit Einmalzahlungen machen können, das ist keine Frage. Aber ich bin der sehr zuversichtlich, dass die Tarifverhandlungen sehr vernünftig laufen, sehr mit Augenmaß, dass man sehr genau weiß auf beiden Seiten, was da im Moment an Themen auf uns zurollt. Und man hat dann die Möglichkeit, das zu beschleunigen oder vielleicht auch zu signalisieren, Moment, das wird nicht so dramatisch. Die Frage ist offen. Das kann Ihnen heute noch niemand sagen. Aber dass die Zeiten schwierig sind, ist klar. Wenn man jetzt den Warnstreik bei der Lufthansa sieht, fragt man sich, ob eigentlich das Signal richtig angekommen ist. Mhm. Eine Branche, die gerade erst wieder startet, jetzt gleich noch mal eine reinzugeben und wieder Verunsicherung zu schüren, also ich halte das für den falschen Zeitpunkt. Da komme ich doch gleich mal zu dem viel diskutierten Stichwort kalte Progression. Es gibt ja dieses große Ärgernis, dass möglicher Inflationsausgleich aufgefressen wird durch die steuerliche Behandlung, sodass nichts übrig bleibt, sage ich mal, in der Lohntüte einfach ausgedrückt. Wie stehen Sie dazu? Wie kann man dagegen angehen? Was ist da zu tun? Seit vielen Jahren ist dieses Thema ja immer ein Thema, weil die Steuereinnahmen ja fast immer nur steigen. Und das hat unter anderem auch damit zu tun. Und ich glaube, wenn man es ernst meint als Staat, müsste man dafür sorgen, dass man regelmäßig das Thema der kalten Progression auf der Tagesordnung hat und da entsprechend nachbessern muss. Das ist in der Regel nicht gemacht worden. Wir haben in Deutschland in den letzten Jahren ein ordentliches Wachstum gehabt. Insoweit konnte man das einigermaßen versuchen auszugleichen. Aber in Wahrheit ist es nicht auszugleichen, wenn man nicht tatsächlich an der Steuerschraube dann auch wieder nach unten dreht. Auch die Diskussion werden wir jetzt wieder führen müssen. Das wird sehr heftig werden. Wir haben ja nun gerade vor ein paar Tagen den Schock erlebt. Gazprom reduziert die Liefermengen von Gas auf 20%. Nun gibt es ja schon seit Beginn eigentlich des Gasmangels oder auch des Angriffskrieges in der Ukraine die Diskussion um die Schuldzuweisung. Wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass wir so abhängig werden vom russischen Gas? Mich würde mal interessieren, wie Sie die Sache sehen. Schuldzuweisung jetzt direkt an Gerd Schröder oder Angela Merkel oder ist die Sache gewachsen? Ihre Meinung ist mir jetzt mal wichtig. Naja, in erster Linie muss man mal sagen, wir haben uns immer beschwert über teure Strompreise. Da lag Deutschland immer vorne. Aber wenn ich mir die Energiepreise im Gas angesehen habe, dann hat das Businessmodell Deutschland eben darauf gefußt, dass wir eine sichere, relativ preiswerte Gasversorgung hatte, auf die aufgebaut wurde. Und wir haben in den asiatischen Ländern die verlängerten Werkbänke gehabt. Und das war eins der Export-Business-Modelle der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Modell ist jetzt erst einmal in Frage gestellt. Wer hat was falsch gemacht? Naja, im Nachhinein ist das schon richtig, dass man sagt, man hätte sich nicht auf eine
Lieferung so stark von Energie festlegen dürfen. Und im Nachhinein klingt das auch alles ganz plausibel, dass man natürlich weniger sich fokussieren durfte. Aber wenn man mal die Situation sich noch mal in Erinnerung ruft, wir waren eine Gesellschaft, die von Friedenstauben geprägt ist. Ja. Die Peace-Bewegung. Niemand hat auch nur irgendwie mal für möglich gehalten, es könne noch mal ein Krieg kommen. Bundeswehretat war fast ein Schimpfwort. Ja. Man durfte es ja gar nicht erwähnen, geschweige denn erhöhen. Wir hatten uns verpflichtet, 2% des Bruttosozialprodukts in die Bundeswehr zu investieren. Niemand hätte sich das getraut, weil die Stimmung eine andere war. Ja. Und da haben wir eben einen Fehler gemacht. Und wir haben möglicherweise auch in anderen Dingen einen Fehler gemacht. Sehen Sie mal, wir haben viele Dinge doch einfach nicht mehr gewollt. Wir wollten keinen Rohstoffabbau, wir wollten keine fossilen Energien mehr, wir wollten keine Kohle, keinen Atomstrom. Wir dachten, alles ist mit erneuerbaren Energien zu machen. Wir brauchen keine Verteidigung mehr. Dieses Modell, das ist schlicht an die Wand gefahren. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt müssen wir die Scherben, die wir selber, jeder für seinen Teil mit verursacht hat, die müssen wir aufkehren, und zwar ganz schnell. Ich würde da gleich noch tiefer eingehen, aber ich würde erst mal gerne zu der aktuellen Entwicklung zurückkommen. Die Bundesregierung muss ja jetzt die Gasimporteure stützen. Einer der wichtigsten ist ja Uniper, die kommunalen Stadtwerke beliefern, sodass sie besonders wichtig auch sind für unsere Gasversorgung. Nun kommt aber auf die Bürger aus dieser Aktion eine Umlage von 2 Cent pro Kilowattstunde zu. Finden Sie das gerecht? Die Frage stellt sich für mich nicht, ob es gerecht ist. Es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, weil wir müssen ja die Struktur erhalten. Und ich bin nach der letzten Krise Corona, bin ich eigentlich eher auf dem Weg und sage, wir müssen endlich auch mal wieder deutlich sagen, der Staat kann nicht alles mit Geld regeln. Aber der Staat kann ein paar Dinge tun. Er kann zum Beispiel da, wo er über die Gebühr, über Steuern oder Abgaben an der Krise verdient, nehmen Sie die Mehrwertsteuer, die jetzt bei steigenden Preisen bis zu 10 Milliarden Euro Einnahmen bringen. Die muss er zurückgeben. Aber der zweite Punkt ist, da, wo Infrastrukturen in Frage stehen, wie zum Beispiel bei Uniper jetzt, da haben wir, glaube ich, keine andere Chance, als in die Struktur einzusteigen als Staat, um sie aufrechtzuerhalten, weil die Kette geht eben bis zum Bürger und bis zur Industrie. Ja, der Kanzler ist ja mittlerweile bekannt für seine blumigen Worte nach Wumms und Bazooka, hat er jetzt in die Welt gesetzt, you will never walk alone, also keiner soll allein bleiben. Aber wie realistisch ist denn eigentlich die Erwartung, dass der Staat der Bürger vor den Belastungen steigender Importpreise weitgehend schützen kann oder ausgleichen kann? Ist das überhaupt realistisch? Also auf Dauer wird er das nicht tun können und das soll er auch nicht. Gerade wenn wir jetzt alle an weniger Verbrauch denken, da ist diese Preisschraube eben auch eine Motivation, das zu tun. Das wird in dieser besonderen Situation nicht ohne weiteres gehen. Aber für mich ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass wir realistisch sind. Und solange wir uns noch leisten zu sagen, unsere eigenen Rohstoffvorkommen, wie das Gas, das vorwiegend in Niedersachsen liegt, das nutzen wir nicht. Und solange wir noch viele Dinge sagen, dass wir sie alle nicht wollen, wird es ganz schwer, von wir halten zusammen im europäischen Kontext umzusetzen. Sehen Sie mal, wir brauchen viel Gas. Die Holländer, unsere Nachbarn, die Niederländer, fördern in Groningen, dem größten Gasfeld, viel Gas, zahlen einen Preis dafür, nämlich, dass dieses Gasfeld Erdbeben verursacht. Wir selber sind seit Jahren auf dem Weg, wir fördern nur noch
das wenigste Gas in Niedersachsen. Fracking kommt überhaupt nicht in Frage. Aber LNG aus USA, aus Fracking, sind wir bereit zu importieren. Das heißt, wir müssen jetzt mal ehrlich werden mit uns. Wenn die Holländer uns weiterhin mit Gas versorgen, sogar aus Groningen, dann müssen wir doch alles tun, dass unsere eigenen Rohstoffe auch möglichst schnell und sinnvoll ebenso dazu beitragen. Und wir sollen nicht so tun, dass wir immer sagen, No-Go, Atomkraft wollen wir nicht. Ja, wenn sie uns hilft, dann müssen wir sie jetzt auch einsetzen. Ja. Herr Dr. Müller, da kommen mir jetzt viele Gedanken gleichzeitig. Ich wollte eigentlich noch mal beim Staat bleiben, auf den die Bürger gucken. Mir leuchtet das nämlich nicht ein. Hat der Staat denn für die Finanzierung von Entlastungspaketen überhaupt andere Quellen als die Steuern der Bürger? Oder ist es einfach ein Nullsummenspiel, dass der Staat das verteilt, was er anderen Bürgern über die Steuer wegnimmt? Naja, wir hatten in den letzten 10 Jahren eine Situation, in der der Staat erstmalig über einen Zeitraum von 4 Jahren, von 15 bis 19, Geld mehr eingenommen hat, als er ausgegeben hat. Das heißt, dieser Überschuss, den hat es seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich mich recht entsinne, nur einmal, 1969, gegeben. Ich glaube, es war sogar der Finanzminister Strauß, dem man es am wenigsten zugetraut hätte, erlebt. Das heißt, wir haben 4 Jahre Puffer bilden können. Die haben uns in der Corona-Zeit geholfen. Wenn man sieht, es waren ja nicht nur Puffer im Staatshaushalt, es waren auch Puffer in den Sozialversicherungsthemen. Also bei der Rente war ein großer Puffer, bei der Krankenversicherung oder bei der Arbeitslosenversicherung. Also die Bundesagentur für Arbeit hatte bis das erste Jahr von Corona fast alles aus der Reserve zahlen können. Aber das wird jetzt langsam zu Ende. Die Krankenversicherung, dort hat sich der Staat schon bedient. Die Rentenversicherung, die Rücklagen sind nicht mehr da. Der Staat hat also aus meiner Sicht dieses Geld nicht. Und im Übrigen, wir müssen es vorher verdienen. Das meiste Geld kommt aus der Wirtschaft, aus den Unternehmen und den Arbeitnehmern. Die beiden Gruppen, die erarbeiten das Geld, was der Staat nachher verteilen will. Wichtiges Stichwort eigentlich für mich, komme ich nämlich mehr auf die Diskussion, wer soll jetzt Vorrang haben, wenn es wirklich um Energiesparmaßnahmen geht, die Wirtschaft oder die Bürger. Wenn ich Ihren Appell höre, muss wohl eher die Wirtschaft mal den Vorrang haben, oder? Für mich wäre ein Vorrang Wirtschaft ein Vorrang für die Bürger. Ja. Denn wenn es uns gelingt, was wir in den letzten Jahren als selbstverständlich unterstellt haben, dass wir Vollbeschäftigung haben. Wir haben mit fast 45 Millionen Menschen in Erwerbstätigkeit so viele wie fast nie zuvor. Das heißt, solange die Menschen in Arbeit sind, solange wir Beschäftigung haben, in diesem Umfang können die Menschen auch eher Belastungen ertragen. Was nutzt es einem Bürger, der zu Hause warm sitzt, aber keinen Job mehr hat? Ja, natürlich. Also ich verstehe deshalb auch diese Entweder-Oder-Diskussion in der Politik nicht. Nein, das gehört alles zusammen. Mhm. Wenn die Wirtschaft läuft, haben die Leute Arbeit. Wenn wir in eine Rezession kommen, wird sowieso was passieren, was wir alle nicht im Blick haben. Dann wird auch der Energieverbrauch zurückgehen. Natürlich. Das heißt, die Rezession wird auch noch mal ein paar Effekte haben, aber sie wird auch Beschäftigung verlieren. Und dann kriegen wir erst ein Problem und da wird der Staat nicht den Hauch einer Chance haben, einzugreifen. Könnte der Staat theoretisch den Bürgern überhaupt vorschreiben, wo sie Energie sparen sollen? Kriegen wir am Ende vielleicht so eine Art Energiepolizei in Deutschland, wenn es ganz schief läuft? Na, das würde mir gerade noch fehlen. Aber ich sehe es ja bei mir selbst. Meine Frau hat uns vorgeschlagen, so, hier ist eine Sanduhr, 6 Minuten. Duschen. Mehr duschen braucht man nicht. Herr Aber, du duschst, glaube ich, kürzer. Ich habe zuerst gedacht, das ist doch unmöglich. Nein, das war genau richtig. Und das machen inzwischen viele. Ich meine, wir müssen es nicht übertreiben. Ja. Aber ich sag mal, jeder kann was tun.
Ja. Und diese kleinen Dinge, die muss man eben auch berücksichtigen. In den Unternehmen läuft genau das. Jeder Unternehmer überlegt zurzeit, was er tun kann, wenn er kein Gas mehr bekäme. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also der eine hat überlegt, ob er alte Ölfeuerungen wiederbeleben kann, ob die Feuerungsanlagen eventuell auf Öl umzustellen sind, ob man viel mit Strom macht, mit Wärmepumpe. Insoweit muss man auch sehr genau gucken, der heutige Energieverbrauch bei Strom ist möglicherweise, wenn so viele umstellen, gar nicht der gleiche wie heute, wo wir sagen, Strom haben wir genug. Nein, man muss all diese Dinge mit berücksichtigen. Wenn Sie von Umdenken reden und realistisch denken, da haben wir ja nun das allerbeste Beispiel bei den Grünen. Kohlekraftwerke zur Verstromung dürfen länger laufen, das haben Sie schon gesagt. Aber ich möchte noch mal bei den Kernkraftwerken bleiben. Die Diskussion ist jetzt auch ausgebrochen. Kernkraftwerke werden dringend erzeugen, glaube ich, 6% des Stroms, der in Deutschland gebraucht wird. Und wenn sie ausfallen, müsste dies aus den Gasspeichern kommen, die noch verblieben sind. Also eine völlig unsinnige Rechnung, glaube ich, im Augenblick. Ist es jetzt nicht zwingend notwendig, dass die Gesellschaft auch bei den Kernkraftwerken umdenkt? Die Diskussion läuft. Man muss nur eins klar sagen, die Kernkraft- oder Atomkraftwerke, die werden uns nicht retten. Aber die Tatsache, dass wir eben selbst diese 6% Strom, und man muss ja immer sehen, es gibt auch noch eine Gasverstromung in Deutschland. Erste Aussage, die Energiewende rückwärts drehen, möchte niemand wirklich. Wir wollen möglichst versuchen, das hinzukriegen. Die Atomkraftwerke jetzt länger laufen zu lassen, ist tatsächlich eine Möglichkeit, die einen kleinen Schritt auch bringt. Die Frage ist, eigentlich sind wir zu spät. Die Diskussion haben wir ja im Februar schon geführt. Ja, klar. Und wenn man weiß, wie lange es dauert, bis man Brennstäbe für Atomkraftwerke bekommt, nämlich 1 bis 1,5 Jahre Bestellzeit, dann weiß man, dass wir da zu spät sind. Man kann dann ein bisschen strecken, dass man ein bisschen weniger abgibt und sie dafür länger laufen lässt. Aber das ist nicht ein wirklicher Effekt. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll zu sagen, wir versuchen, die Atomkraftwerke 2 Jahre weiterlaufen zu lassen, wie es ursprünglich auch mal geplant war, und aber trotzdem das Ende im Blick zu haben. In ganz Europa wundert man sich über unsere Energiepolitik. Ja. Ich glaube, es macht Sinn, jetzt so breit wie möglich zu agieren. Und insoweit, da gehört halt Kohle dazu, da gehört auch Braunkohle dazu, da gehört auch Atomkraft dazu. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste, wir müssen endlich aufhören, diese gesamten Hindernisse in den Genehmigungsverfahren, sowohl in der Industrie als auch bei einer Windanlage. Ja. Es dauert in Niedersachsen 6 Jahre, eine Windkraftanlage zu genehmigen. Ja, wie will ich denn da auf erneuerbare Energie umstellen? Und es gibt auch andere Themen. Wir sind so reguliert bei der Photovoltaik. Ja. Ich kann immer noch nicht von der Photovoltaikanlage auf dem Dach kann ich ins Auto. Aber ich kann nicht vom Auto zurück ins Haus. Mhm. Warum nutzen wir nicht die Autos, die das technisch längst können, als mobile Speicher, Energiespeicher? Warum muss ich immer ins Netz einspeisen? Da bekomme ich 6 Cent, muss aber umgekehrt demnächst über 40 Cent bezahlen als Verbraucher. Also das sind die Punkte. Energie draufsetzen, dass wir die Genehmigungsverfahren vereinfachen, dass wir das, was uns an Regulatorik im Weg steht für die Energiewende, die dann mittelfristig uns zum Erfolg trägt, das muss jetzt geregelt werden. Wie optimistisch oder sagen wir pessimistisch sind Sie denn eigentlich, dass die erneuerbaren Energien in absehbarer Zeit für genug Ersatz Strom und Energie liefern? Also ich finde es richtig, dass wir unseren Fokus auf erneuerbare Energien richten, weil es die einzigen sind, die eben
nicht den CO2-Footprint haben, etc., etc. Mhm. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt so breit wie möglich aufgestellt sein und immer dran denken. Es ist 10 Grad minus, nachts und windstill. Wir werden immer Ersatzkraftwerke brauchen. Und es gibt viele, die sagen, und wir werden immer so viele brauchen, wie wir heute schon haben, weil eben die Grundlastfähigkeit nicht vorhanden ist. Herr Dr. Müller, Sie haben es ja eben schon gesagt, wie wichtig es ist, dass man jetzt das Auge auf die Wirtschaft hat. Die Energiekrise gefährdet unsere Wirtschaft, aber das Herz unserer Wirtschaft ist Volkswagen. Und ich würde jetzt mal wissen, vor dem Hintergrund der Entwicklung, war es richtig, dass das die ganze Unternehmenspolitik ausschließlich auf die Karte E-Mobilität gesetzt hat? Die Entscheidung, die wird sich erst noch zeigen. Es ist ja nicht das einzige Unternehmen, das das getan hat. Die Firma Tesla hat ja sichtbare Erfolge damit erzielt. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, Volkswagen ist bis heute das größte Unternehmen in der Welt, das Elektrofahrzeuge herstellt. Oder andersrum gesagt, wir stellen die meisten Elektrofahrzeuge in der Welt her, was immer nicht so richtig klar ist bisher. Ich selber bin immer ein Freund davon, dass man sich breit aufstellt, dass man Alternativen hat, wie wir das jetzt beim Gas ja gesehen haben. Wenn eine Serie nicht passt, dann muss ich eine Alternative haben. Aber ich vertraue eigentlich Volkswagen, dass sie wissen, was sie tun und dass sie die Alternativen trotzdem im Blick behalten. Nun hat aber die ganze Automobilindustrie in etwa Husten durch den Chipmangel, die Lieferketten sind unterbrochen. Die Produktion in ganz Deutschland ist ja erheblich eingebrochen. Haben Sie Hoffnung auf Besserung? Ich habe Hoffnung auf Besserung. Das wird aber, gerade was den Chipmangel angeht, rechnen die meisten Experten, dass das doch auch in 2023 noch andauert. Das wird sich zeigen. Wenn man sieht, und das macht mir fast noch mehr Sorgen, dass Mercedes sich von der A-Klasse wieder verabschiedet. Das heißt, dass man nur noch das Premium-Segment oder die höhere Mittelklasse in den Blick nimmt. Dann, wenn ich an Niedersachsen denke und sehe, dass auch der Golf erst ab einer Auslastung Geld verdient hat in der Vergangenheit, die eher an 100% liegt als etwas tiefer, dann macht mir das für ein Unternehmen wie Volkswagen, wie der Name schon sagt, die eben nicht im ersten Blick die Premiumfahrzeuge haben, das macht mir erhebliche Gedanken. Auch schon wieder Sorgen, ne? Nun, ein weiteres Problem in der Wirtschaft würde ich noch mal kurz ansprechen wollen, der gravierende Fachkräftemangel. Nun kommt das Bürgergeld, es ersetzt Hartz IV und ist mit erheblichen Erleichterungen verbunden, das Bürgergeld zu beziehen im Vergleich zu Hartz IV. Ist das eigentlich das richtige Signal, was da von der Bundesregierung kommt? Oder müsste man jetzt nicht alles dran setzen, dass sich Leistung wieder lohnt? Ja, das ist fast ein Déjà-vu. das haben wir alles schon gesehen. Und ich kann nur sagen, ich verstehe es nicht. Wenn wir auf der einen Seite nach Hilfe von Menschen aus der Türkei rufen, um unsere Probleme an den Flughäfen in den Griff zu bekommen, und auf der anderen Seite den Druck auf unsere Mitbürger zurücknehmen, du musst arbeiten, um dein Geld zu verdienen, das macht wieder keinen Sinn. Das versteht auch wieder niemand. Ich finde, Hartz IV hat sich seit 2005 als enorme Unterstützung erwiesen, weil man eben sehr viel stärker den Fokus darauf gelegt hat, die Menschen müssen in Arbeit, weil das auch was mit Wertschätzung zu tun hat und nicht für nichts tun, trotzdem Unterstützung bekommen. Ich weiß, ich will auch niemandem zu nahe treten, aber das Signal, das jetzt ausgesetzt wird, ja, wir nehmen mal den Druck ein bisschen zurück, das ist zu viel, halte ich für einen fatalen Fehler, der uns auf die Füße fallen wird. Herr Dr. Müller, unsere Sendezeit neigt sich so langsam dem Ende zu. Darum würde ich jetzt mal Sie ganz persönlich fragen wollen. Die Sorgen um die künftige Entwicklung sind ja bei allen Menschen sehr groß. Spielt da
auch ein so ein Stück von der bekannten German Angst mit. Wie zuverlässig sind Sie persönlich eigentlich für die Zukunft? Ich bin zuversichtlich. Und ich bin deshalb zuversichtlich, weil ich glaube, immer in der Krise haben wir mit unseren Ingenieuren in Deutschland Lösungen gefunden. Jetzt ist der Druck riesig, aber wir werden die Lösungen finden. Und wir werden auch durch das Tal durchkommen. Und für meine eigenen Kinder kann ich nur sagen, die werden alle Chancen haben mit einer guten Ausbildung. Und das macht uns weltweit eigentlich bisher keiner nach. Unsere Universitäten werden im Vergleich zu den amerikanischen zum Teil immer mal belächelt. Aber wenn ich sehe, was da an Know-how am Ende rausgekommen ist und in der Wirtschaft gelandet ist und was wir mit diesem Know-how auf die Beine gestellt haben, man muss uns nur lassen. Man darf uns nicht ständig irgendwelche Zwangsräume geben, über die wir nicht rausgehen dürfen. Man muss uns lassen, dann glaube ich, haben wir gute Aussichten. Danke für dieses aufmunternde Schlusswort und viel Kraft für Ihre weitere Arbeit in dieser Krise. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Dr. Müller. Liebe Frau Berger, herzlichen Dank ebenfalls. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.